dropping bass like a motherfucking atom bomb. Yo, was geht ab, Leute? Gidimidi Flow. Oh ja, Fraps ist hier. Und zwar mit einem neuen krassen, coolen FAQ-Video, Leute. Und zwar dachte ich mir, es ist endlich Zeit, das FAQ-Video hochzuladen. Ihr wartet ja schon seit 4 Tagen, glaube ich, ist schon soweit. Und ihr habt mir viele Fragen gestellt. Ich konnte wirklich nicht alle nehmen, sonst hätte ich hier so ein 6-Stunden-Video. Aber ich denke mal, ich habe mir da ein paar gute Fragen ausgepickt und ich werde die mal auf jeden Fall beantworten. Kommen wir auf jeden Fall zur ersten Frage. Dominik 89 fragt, Hashtag FAQ, wie bist du auf deine Begrüßung gekommen? Leute, ich habe keine Ahnung. Dieses Gib mir den Flow heißt sowas wie Gib mir den Flow. Und das habe ich schon urlang im Kopf und irgendwann habe ich das einfach mit eingebaut in meine Begrüßung. Aber seit wann ich das kenne, das ist schon urlang her, aber von wo oder wie, keine Ahnung. Also frag mich nicht von wo oder wie, weil ich habe keine Ahnung, wie von wo das ganz genau kommt. Aber irgendwie ist es halt zustande gekommen und war dann von heute auf morgen dann auf meinem Kanal zu sehen bzw. zu hören. So, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar Mike Fiss fragt, Hashtag FAQ, wie lange machst du YouTube? Und zwar mache ich YouTube seit dem 30.03.2013. Und zwar haben wir in fast einem Monat und 4 Tagen ist es soweit, da habe ich dann circa, ja, mein Kanal ist dann circa so 3 Jahre alt. Und ich denke mal, ich bin schon so lang dabei. Am Anfang habe ich COD Snipes and Hawks gehießen, habe dann COD-Videos gemacht, aber der Kanal ist nicht gut gelaufen. Dann habe ich irgendwann mich auf Crashes Dummies umgenannt. Ich weiß, der Name ist übel gay. Dann habe ich da COD-Glitches gemacht, habe damit 2000 Abos oder 2500 Abos erreicht mit Ghost-Glitches, also COD-Ghost. Dann habe ich mich irgendwann umgenannt in Fraps HD. Und wir kommen auch später dazu, wie ich auf meinen Namen gekommen bin. Dann hieß ich halt Fraps HD und dann habe ich mit GTA angefangen und da ist dann mein Kanal abgegangen und jetzt sind wir da, wo wir zusammen alle sind. So, kommen wir zur nächsten Frage. Mutschki fragt FAQ. In einer Skala von 1 bis 0,9, wie hart bin ich eine Missgeburt? Übrigens, scheiß Video, du Löwenkind. Also ich muss sagen, Mutschki, du bist die größte Missgeburt, die ich kenne, du kleiner Bastard. Aber Digga, was soll's, ja. Du bist auf jeden Fall die Skala, du bist 0,9, Digga. Auf jeden Fall richtig fette Missgeburt, übel heftig so. Aber ich mag dich. Ja gut, kommen wir zur nächsten Frage. Nico Ernst fragt, Hashtag FAQ, Fraps, wie alt bist du? Leute, ich bin 17, werde am 9. April 18 und ja, bald habe ich auch meinen Autoführerschein. Dann driven wir hier so durch die Gegend und so. Läuft auf jeden Fall. So, der ohne Namen oder Dennis? Alles klar, jetzt habe ich's. Hashtag FAQ, woher kennst du React HD? Leute, React HD ist ein Real-Life-Kollege von mir, beziehungsweise mein bester Kumpel. Ich kenne den schon seit über 10 Jahren, circa, ist schon her. In unserer City haben wir den damals bei Silvester getroffen. Wir waren auf dem Marktplatz und er war dann halt auch da und mein Vater und sein Vater haben sich gekannt. Meine Eltern sind mit seinen Eltern gut befreundet und wir haben uns dann auch so richtig gut befreundet. Und schon so circa 10 Jahre her, ist auf jeden Fall richtig fresher Kollege auf jeden Fall. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, Leute, er ist unten in der Beschreibung. Er macht auch YouTube, ca. 750 Abos. Checkt ihn ab, lasst ihn auf jeden Fall ein Abo da. Und ja, ich würde sagen, wir kommen auf jeden Fall zur nächsten Frage. Der Noob fragt, Hashtag FAQ, wie heißt du in echt? Leute, ich heiße in echt Erdo, also E-R-D-O. Und ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Guess Wu fragt, Hashtag FAQ, kommt bald irgendwas mit Mutschki? 1 gegen 1, Fragezeichen. Leute, ich und Mutschki haben schon vieles geplant. Wir werden auch jetzt irgendwann zusammen was wieder machen. Aber was, wissen wir noch nicht. Wir überlegen uns da noch was auf jeden Fall. Aber ihr werdet auf jeden Fall noch ein paar Mal was von Mutschki und mir sehen. Ab und zu gibt es immer mal wieder was mit mir und Mutschki. So, kommen wir zur nächsten Frage. Marlon King 1100 fragt, Hashtag FAQ, wie lange bist du schon mit WFG YouTube-Partner und wie findest du die Community? So Leute, mit World's Finest Gamer kenne ich mich schon seit mindestens jetzt, ja, vielleicht einem Jahr wird es fast sein, ja, bald ist es ein Jahr. Und zwar war es so, damals hatte ich einen Glitch gefunden, so einen kleinen Launch-Glitch und er hatte den hochgeladen gehabt, ich hatte ihn gefragt gehabt, yo Digga, kannst du mich verlinken? Und er hatte da, ja, ich weiß nicht, 1000 Abos oder ein bisschen unter 1000 Abos.
Und dann hat er mir halt gesagt, yo, also ich habe ihm geschrieben, hey, kannst du mich bitte verlinken? Ich bin Founder, wäre voll korrekt. Und er hat dann geschrieben, ja, klar, kein Problem, habe ich was falsch gemacht und so. Und dann haben wir uns immer besser kennengelernt, immer mal wieder mehr gezockt, in Playsy-Partys gegangen und. Und dann hat sich eine richtig krasse Freundschaft draus ergeben. Und jetzt haben wir ein bisschen so GTA-Szene zerstört, ein paar Glitches hier, meine Glitches da. Auf jeden Fall war es auf jeden Fall eine gute Sache, dass ich Worlds Finest Gamer kennengelernt habe, weil ohne ihn hätten wir vielleicht ein paar Glitches nicht gefunden, die hier auf dem Markt sind, und wir hätten vielleicht nicht so viel Geld wie jetzt in unserer Tasche. Und wie ich die Community finde, Leute, ich denke mal, das ist auf die GTA-Community aus, geht auf die Community aus. Es gibt viele Misits in der GTA-Community, aber Leute, es gibt auch viele korrekte Leute und, ich hatte auch mit vielen Leuten Beef, aber mit denen, also ich habe zurzeit mit niemandem Beef, mit jedem ist so Kriegsbeil begraben, außer so, es gibt halt negative Spannungen mit ein paar YouTubern, aber sonst ist eigentlich alles cool. Also ich mische mich auch nicht in andere Angelegenheiten von anderen YouTubern ein oder so, die dürfen machen, was sie wollen, aber wenn es irgendwas gegen mich wird, dann fuckt es mich halt ab und dann... Aber die Community ist eigentlich recht cool, aber es gibt halt so Untergruppen. Es gibt einmal die Einzelgänger, davon gibt es ein paar Stück. Dann gibt es die Teamarbeiter und dann gibt es diese Leute, die da zusammenarbeiten oder immer Infos zusammen hochladen und. Also da gibt es immer so mehrere Kategorien. Ich denke mal, ihr habt euch da auch im Kopf ein bisschen so eine eigene... ja, Kategorie ausgedacht, so, yo, das sind die Glitcher, das sind die Infobringer, das sind das. Ja gut, kommen wir zur nächsten Frage. Dietrox oder Dietronix fragt, Hashtag FAQ, kommen irgendwann auch mal Real-Life- oder Facecam-Videos an meiner Ziggy? Leute, auf jeden Fall werden Facecam-Videos kommen, ich denke mal so Richtung Gamescom hin oder... Ja, muss man mal schauen, auf jeden Fall werden aber Facecam-Videos kommen, Real-Life-Videos werden auch irgendwann noch kommen. Es ist so, Leute, ich werde... Wirklich, wenn ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich mache jetzt einen GTA-Glitch mit Facecam, das passt nicht zusammen. Man muss auch einen guten Content auf seinem Kanal haben, wo man auch mit Facecam mitarbeiten kann. Wenn man das nicht hat, dann bringt es einem nichts. Aber Leute, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Frage. Standardskill fragt, Hashtag FAQ, wie findest du mich? Bin Fan. Auf jeden Fall richtig witzig, Standardskill. Also Leute, wenn ihr Standardskill noch nicht kennt, checkt ihn auf jeden Fall ab. Er war sehr lange Zeit AFK, aber jetzt ist er wieder back. Und Standardskill, dein Content ist auf jeden Fall richtig nice. Früher habe ich das auch gefeiert mit, wusstest du schon und. Ist auf jeden Fall, bist auf jeden Fall richtig fresher und ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Fabio Tuzolino fragt, Hashtag FAQ, wo wohnst du? Leute, ich wohne in Baden-Württemberg, also im Bundesland Baden-Württemberg, in der Nähe von Stuttgart, in der Nähe von Pforzheim, um genau zu sein, Richtung Müllacker. Falls euch das was sagt, aber ich denke mal, viele kennen das nicht, aber ja gut. Kommen wir zum nächsten Kommentar. Jetzt lese ich hier das. Leute, es gibt so viele Lappen, die können meinen Namen nicht schreiben. F-R-A-P-P-Z schreiben die. Leute, mein Name heißt aber F-R-A-P-Z-Z. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Guckt die Kommentare an. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Was ist das für ein Scheiß? F-R-A-P-P-Z. Junge, lernt mal schreiben. Mann. Kommen wir auf jeden Fall zur nächsten Frage. Elvin Dintariri, hoffentlich habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen. Hashtag FAQ, hast du Snapchat? Ja, natürlich, Leute, ich habe Snapchat. Ist unten in der Beschreibung, könnt mich anschreiben, eure Snaps schicken. Da kann man auch mein Real-Life-Profilbild sehen, also wenn es euch interessiert. Und ja. So, kommen wir zur nächsten Frage. SPYFYLP fragt, Hashtag FAQ, wie bist du auf den Namen Fraps gekommen? Er hat den Namen wieder falsch geschrieben, Leute. Das ist beste Beispiel. Beste Beispiel. Das ist, nee, beste Beispiel. So, ich bin auf den Namen Fraps so gekommen, Leute. Wir waren bei McDonald's mit meinem Kumpel React und ich habe da so ein Frappé getrunken. Und ich wollte mich dann zuerst Frap nennen, weil ich einen Namen gesucht habe damals, weil mein Name damals gay war. Und ich wollte mich halt Frap nennen, aber Frap war so scheiße, deswegen habe ich mich Fraps, erst wollte ich mit S, aber das war das Aufnahmeprogramm, deswegen habe ich mich mit ZZ genannt und dann HD danach. Also ich hieß ja früher Fraps HD. Und ja, also dank McDonald's habe ich jetzt den Namen, auf jeden Fall Props an die. Und ich würde mal sagen, kommen wir zunächst mal auf Frage. Brandon Boss fragt, Hashtag FAQ, aus welchem Land kommst du? Leute, ich komme aus Deutschland, aber ich habe Wurzeln aus der Türkei. Das heißt, ich kann auch Türkisch reden und ich heiße ja auch Erdo, ich will ja nicht pushen.
Aber ich kann gut Deutsch, ich bin hier geboren, habe hier meine Schule gemacht, habe meine Ausbildung. Läuft auf jeden Fall. So, kommen wir zur letzten Frage. So Leute, hier, #FOQ, darf ich das Video beenden? Du hast das Video beendet, herzlichen Glückwunsch. Haut rein. Jo, das war's dann eigentlich auch schon von mir. Lasst mir auf jeden Fall ein Frabo-Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr neu da seid, lasst mir auf jeden Fall ein Abo da. Und ja Leute, im Grunde war's das eigentlich auch schon von mir. Ich würde dann mal sagen, haut rein, get in mit dem Flow. Oh ja, Fraps. Ach ja Leute, was ich fast vergessen habe, wenn ihr das Video bis zum Ende geschaut habt, schreibt Hashtag morefugger unten in die Kommentare. Außerdem, Leute, wird es bald ein Aim-Controller-Verlosung geben. Das ist halt sowas wie ein SCUF-Controller. Und ja, wenn ihr darauf gehypt seid, schreibt auf jeden Fall Hashtag hyped unten in die Kommentare. Ich werde dann wieder raus. Haut rein.